Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Castle Crush. Wir haben ja fast die 2900 Pokale erreicht und das versuchen wir heute in diesem Video zu erreichen. Doch zuerst öffnen wir hier einfach mal eine Gratiskiste. Wir können auch eine Siegeskiste öffnen, wenn wir uns anstrengen und wir spielen mal wieder unser cooles Erscheinungsdeck mit dem Stadtdatenträger. Und ja Leute, nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Vielleicht können wir ja wieder einen Daumen nach oben Rekord aufstellen. So, wieso habe ich jetzt die Skelette eigentlich gespielt? Die waren jetzt eigentlich sehr, sehr unnötig, da man ja ist kein Rush-Deck. Habe schon wieder zu viele Rush-Decks gespielt und komme hier nicht klar anscheinend. So, egal. Die lassen wir hier einfach mal spielen. Da haben wir wenigstens mal den Nahn hier geschwächt. Und wir. Was macht der Gegner hier? Na gut, dann werden wir hier erstmal die Pfeile auslöschen. Also raufhauen. Und dann werden wir hier mit den Skelettschwärmen das Ganze hier mal auslöschen. Und die anderen können wir hier easy, glaube ich, mit einer Erscheinung. Oh, da ist noch ein Flaschengeist, Leute. Ja, das Rush-Deck vom Gegner. Der Gegner ist auf Level 9. Heißt nichts Gutes. Für mich natürlich. So, hier müssen wir mal den Blitz raufhauen. Ja, da haben wir verloren. Das Rush-Deck des Gegners war hier zu schnell für uns, Leute. Kennt ihr sicher. Da gewinnt ihr sonst immer. Und dann habt ihr Rush-Decks. Natürlich sind ein Tod für mich, besonders wenn der Gegner ein Level höher ist. Nun ja, Leute, kann man nichts machen. Wir haben nicht viel Pokale verloren, deswegen starten wir gleich in das nächste Spiel. Go! Da haben wir zum Glück den Extra-Kristall gegen den Mickey. Oder Mickey spielt jetzt schon das... Hä? Wieso spielt er das jetzt schon? Egal, falls wir gegen den Mickey gewinnen, bekommen wir einiges an Pokalen. So, bitte gebt mir mal denn die Pfeile, Leute. Ich brauche die Pfeile, dann kann ich hier mal ganz easy alle Bogenschützinnen auslöschen. Nö, ich bekomme natürlich nicht die Pfeile, aber ich kann hier mal mit den Skeletten ein ordentliches Programm fahren. Und vielleicht können wir ja auch noch... Ja, für was hat er die hier gespielt? Ist für mich fragwürdig. Ja, da belebt er wieder. Doch, wir können schon mal eine plus 7 Erscheinung spielen. Und wir porten uns hier mal alles auf die untere Lane, um hier schneller voranzukommen. Und wir spielen noch auch gleich mal den Bogenschützinnenstamm. Frag mich nicht, für was ich denn jetzt so weit vorne gespielt habe. War eigentlich unnötig von mir. Egal. Wir versuchen einfach mal eine große Erscheinung auf das Spielfeld zu bekommen. Gegner hat eine plus 5 Erscheinung hier. So, das schaffen wir auch. Da machen wir uns einfach easy. Eine plus 10 Erscheinung. So, können wir was wiederbeleben? Nö, können wir nicht. Die Pfeile sind momentan auch sehr, sehr unnötig für uns. Und wir sind schon an der Burg des Gegners vom Mikkel angekommen. Oi, 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 oi. Aber wir haben zum Glück den Blitz. So, tschüss mit dir. Lieber schwarzer Ritter. Und wir haben eigentlich sehr, sehr gute Karten, muss ich hier sagen. Und wir sind weiterhin an der Burg des Gegners dran. Sehr, 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 sehr cool. Muss ich sagen. So, jetzt hätte ich gerne mal eine Erscheinung oder sowas in der Art. Ja, die Bogenschützenkönigin werden wir auch mit einem Blitz auslöschen. Easy für uns. Easy, Leute. Wir sind jetzt mit den... Ja, komm, Erscheinung. Bitte keine Pfeile. Yes! Plus 18 Erscheinung, Leute. Wir haben gewonnen und jetzt bekommen wir einiges an Pokalen gut geschrieben. 41. So, Leute, jetzt haben wir es über die 2900 geschafft. So easy geht das. Sehr, 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 sehr cool jetzt gewesen, dass ich hier gewonnen habe. Und deswegen sind wir jetzt motiviert und starten gleich in das nächste. Was haltet ihr eigentlich von meinem Erscheinungsstadtdatenträger-Deck? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und Leute, ich glaube, heute kommt noch ein Stream. Ich weiß nicht genau, aber würdet ihr einen Stream feiern? Schreibt mir das auch. Ja, jetzt habe ich noch was für die Kommentare. Wir haben gestern Abend die 7,3k Abonnenten geknackt. Schreibt doch mal jetzt in die Kommentare Hashtag 7,3k, um das Ganze hier zu feiern, Leute. Ihr seid wirklich die Besten. Dass wir so weit gekommen sind, habe ich nur euch zu verdanken. Sehr, sehr cool. Seid wirklich eine super Community. Danke mal an euch. Oh, da spielt der Gegner das Schlammelement da. Ich hoffe, er hat hier keine Heilung der Natur oder sonst was. Wir müssen hier auch mal mit dem Skelettschwarm dagegen setzen. Ich hoffe, der Gegner hat hier nichts. Eieieiei, er hat eine Bombe. Genau sowas habe ich hier befürchtet, dass er setzen könnte. Oi. Nein, nicht gut. Und da ist er nicht im Pfeil. So, deswegen beschleunigen wir das Ganze mal und hauen hier den Stadtdatenträger rein. Der hier hoffentlich. Eieiei, wir müssen hier wirklich mal. Blitzen können wir das Ganze nicht. Ah, da heilt er sich auch noch rauf. Ich könnte natürlich hier. Nein, nicht noch ein Heiler. Ja, wir müssen hier einfach warten, bis der Gegner hier unten verschwunden ist, Leute. Oh, da hat er noch ein Schlammelement da. Das sieht jetzt sehr, 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 sehr schwierig für mich aus. So, wir hauen hier einfach mal alle Pfeile rauf, die ich so habe. Und dann noch hier. Nein, da heilt er sich rauf. Aber wir konnten wenigstens ein Schlammelement da hier zerstören.
Hier noch die Erscheinung rauf. Die ist zwar nicht groß, aber besser als gar nichts, Leute. So, hier machen wir einfach die Wiederbelebung und hier... Ah, oh, come on. Nicht der schwarze Ritter. Nein! Okay, da konnten wir wenigstens einen schwarzen Ritter zerstören. Uiuiui, das wird jetzt schwer, gegen den Maki hier zu gewinnen. Lieber Maki, du bist ein wirklich guter Gegner aus Deutschland. Vielleicht siehst du ja meine Videos. Nein! Ich wollte hier natürlich das hier vermeiden. So, hier mal die Pfeile, damit wir hier oben was zerstören können. Können wir was wiederbeleben? Nö, nur den Stadatenträger. Ach komm schon, ich mag dein Schlammelementar nicht, aber ich hoffe, das weißt du. Ich glaube, das ist ihm bewusst. So, und jetzt die Erscheinung wieder reinhauen. So, jetzt ist er mal wieder weg. Da können wir was wiederbeleben. Nicht überall dieser blöde Engel. Aber wir können hier wenigstens den Nah und auch seinen Engel auslöschen mit dem... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mit den Pfeilen. Boah, Leute, der Gegner hat ein richtig nerviges Deck. Richtig, richtig, richtig nervig. So, das habe ich zerstört. Weiter geht's. So, er hat da noch ein Schlammelement. Aber ich habe zum Glück hier meine zwei... Komm schon, wie geil wäre jetzt bitte ein Stadatenträger? Nö, natürlich bekomme ich keinen Stadatenträger. So, jetzt erstmal den Blitz hier. Und da ist es weg, das Schlammelementar. Und wir haben es an die Burg des Gegners geschafft. Juhu! Bitte keinen Mage hier, bitte keinen Mage. Aber wir können hier noch eine Erscheinung setzen und noch eine Erscheinung setzen für den schwarzen Ritter des Gegners. Und da haben wir ihn auch besiegt. Und wir haben seine Burg auch besiegt, Leute. Wow, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass sich das ausgeht. So, 2930 Pokale. Wir sind an unserem Pokalrekord dran. Und jetzt gleich mal in die Schlacht. Wir haben es geschafft, 2900 Pokale. Wirklich spannend hier, die Matches, was ich habe. Boah, der Gegner 3131 ist auf Level 11. Es sieht sehr, sehr schwierig jetzt für mich aus, Leute. Ich glaube, das wird hier nichts für uns. Wir haben zwar mal den Stadatenträger auf der Hand, doch trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass wir gegen ihn gewinnen. Er hat sogar hier mal Level 12 Krieger. Hatte vielleicht auch noch eine Bombe. Jo, was auch sonst. So, jetzt warte ich einfach hier. Ich will nochmal den Skelettschwamm setzen. Ich hoffe, der Gegner hat nicht noch eine Bombe. So, hier mal auch ihn hier schwächen, denn dann können wir hier die Pfeile raufhauen. Und dann sollte das erledigt sein. Ja, nein! Er hat einen zu starken Flaschengeist. Er ist schon auf Level 6, Leute. Also unmöglich für uns hier den zu knacken. Schade. Ja, den Blitz will ich jetzt wirklich nicht einsetzen. Aber er hat sich ja geheilt. Oh, okay, Gegner. Was willst du auch mit deinem Level 11 hier? Jetzt hat er vielleicht noch einen, ja, noch einen Dingens, einen Meteor und dann bin ich auch schon K.O. Ja, da spielt er schon irgendwas, was ihn noch stärkere Karten erschafft. Ja, da könnten wir jetzt wenigstens gut unseren Stadatenträger setzen. Ja, und jetzt wahrscheinlich der Meteor drauf. Okay, doch nicht. Jetzt bin ich überrascht. Noch eine Erscheinung drauf vielleicht. Aber da schützt sich der Gegner wirklich gut. Egal, wir können hier sowieso nichts mehr retten. Wir spielen hier einfach nur mehr Just for Fun. Fertig. Heilen uns noch etwas auf hier. Vielleicht... Oh, der Gegner spielt auch mal. Gut gemacht. Ja, er ist auf Level 11. Was soll ich machen, Leute? Sein Meteor macht schon über 800 Schaden wahrscheinlich. Minus 14. Mit dem kann ich leben. Und wir starten gleich mal in die Schlacht. Eieieiei, das war wirklich, 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 wirklich hart von ihm. Also gut von ihm, hart. Ja, es war auch hart von ihm. Go. Go, go, go. Was gibt es hier alles? Oh, da spielt er zweimal den Zwerg. Ich könnte natürlich jetzt hier mit dem Stadatenträger antäuschen. Oh, was für ein Rush-Deck. Besonders mit dem 2 hier unten. Oh, come on. Ja. Zuerst werden wir hier einfach mal den Krieger beseitigen. Ja, den Stadatenträger können wir jetzt nicht mehr spielen. Doch hier können wir wenigstens die Pfeile mal spielen. Sehr, sehr stark vom Gegner, dass sie hier so schnell was auf das Feld bringt. So, ich setze mal den Blitz ein. Und ich kann nicht spielen, Leute. Ihr seht schon, da habe ich Kartenpech. Sehr, sehr starkes Kartenpech. Die Pfeile würden mich natürlich jetzt weiter nach vorne schmeißen. Aber ich bekomme keine Pfeile, wie es auch so ist. Bei mir, dass ich nicht das bekomme, was ich will. So, hier, können wir das noch machen? Nö, geht sich leider nicht mehr aus, da konnten wir, ja, da hatten wir die Pfeile gehabt, doch leider etwas zu spät, minus 25, boah, ich will natürlich über den 2900 bleiben, wenn ich das Video beende hier, deswegen starten wir gleich nochmal in das Game, jetzt mal mit einem,
Ja, der Gegner ist gleich stark wie ich, das könnte sich jetzt ausgehen, solange er keinen Drachen hat. Aber auch einen Drachen könnte ich hier besiegen mit meinem Deck. Wenn ich eine starke Erscheinung natürlich raufbringe. Oder wir den Drachen einfach umgehen mit dem Soldatenträger. Oh, komm schon. Irgendwas muss ich hier bald mal spielen. So. Ich würde sagen, wir spielen... Ah, verdammt. Da habe ich zu lange gewartet. Dass wir hier einfach mal die Pfeile setzen auf das Ganze. Oh, da hätten wir eigentlich warten können. Habt ihr recht gehabt. Da hätte ich warten können. Da hätte der Danny gut warten können. Blödes Rush-Deck des Gegners. Wir können hier hoffentlich wenigstens die mittlere Lane killen. Jupp, können wir killen. Oder auch nicht. Doch, können wir. So, jetzt gib mir mal bitte die Pfeile. Ich will nur... Oh nein, hier auch noch die Bogenschützenkönigin. Komm schon. Okay, das geht sich schon nicht mehr aus, Leute. Diese Rush-Decks, sie sind einfach, wenn ich nicht die richtigen Karten habe, ein Tod für mich. Ja, Leute, hiermit möchte ich auch das Video beenden. Im nächsten Video oder vielleicht Stream werden wir die Siegeskiste natürlich öffnen. So, wir haben es über die 2900 geschafft, leider wieder runtergefallen. Dankeschön fürs Zusehen, gebt mir einen Daumen hoch. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.